Manu, wegen euch kann ich mich nicht mehr schmücken. Störenfriede. Wenn ihr eh nur stören wollt, jetzt kommt übrigens die beste Zensur ever, dann verpifft euch. Das ist so dumm. Moin Jungs und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Mario und Luigi Superstar Saga, das Remake. Wir sind immer noch in der Lachlagune, das wird sich auch so schnell nicht ändern, denn hier sind Gegner am laufenden Band und wir können nichts dagegen tun. Doch, wir könnten sie auslassen, aber das ist halt auch so eine Sache bei mir, ne? Weil ich denke mir bei sowas immer, fuck, warum kann ich nicht ausweichen? Ich denke mir da immer, warum soll ich die EP nicht mitnehmen, wenn sie schon da sind? Ich meine, so viele Levels. Wobei, ja, wir haben schon ziemlich viele Level bekommen durch das ganze Zeug. Das stimmt schon. Aber wenn der keine Kugelwillis mehr hat, dann kann er auch gar nicht mehr angreifen. Wenn man ihn angreift. Auch ganz praktisch. Soll mir recht sein. Also ich versuche halt mal ein bisschen weiterzukommen. Ich glaube, gegnermäßig dürfte es jetzt ein kleines bisschen abschwächen. Ich will natürlich nichts Falsches sagen, kann trotzdem sein, dass wir dauerhaft am Kämpfen sind. Problem ist halt, dass manche Gegner so nervig sind und dass es deshalb so lange dauert, sie zu besiegen. Das ist wohl so das Hauptproblem, das wir haben. Die Erfahrungspunkte sind es definitiv nicht. Haben wir den da oben schon besiegt? Nein. Ist ein One-Up-Pilz. Wartet mal kurz, ich will schauen, was hier ist. Noch ein Block. Feuerstein. Sind wir jetzt hier in Pokémon oder... habe ich das Spiel verwechselt? So, was ist denn das? Feuerstein. Verteidigung verursacht Feuerstatus. Ja. Warte mal, heißt das, wenn wir uns verteidigen, automatisch Feuer, oder wie? Oder wie war das bei diesem... einen da, den wir hatten, der eine Orden, wo das auch so war? Mit diesem Feuerzeug... Mann, wo waren das? Konter geben Feuer. Und da Verteidigung verursacht Feuerstatus. Der Angriff sinkt nur um 1 und die BP würden auch steigen und die Hand benutzen wir nicht so oft. Ich würde mal sagen, wir versuchen es und dann werde ich ja danach noch sehen, ob das ein Schmarrn ist oder nicht. Ja, erster Angriff ist immer das Wichtigste bei dem ganzen Kack hier, vor allem bei diesen Drecksgegnern. So, wenn die jetzt was machen. Jetzt verteidige ich mich ja. Macht das jetzt Feuer? Nein. Wahrscheinlich nur, wenn ich den Gegner berühre. Was auch Sinn macht. Weil wäre ja sonst ein bisschen unlogisch, wenn ich den Gegner einfach so aus der Ferne in Feuerstatus versetzen könnte. Nur weil ich da dieses Herz da berühre. Würde keinen Sinn machen. Genau so darf es übrigens laufen. Von den Kämpfen her. Mario hat noch kein Level up, das ist sad. Der legt sie nur so, nein. Warum bekomme ich jetzt keins? Was ist denn da hinten? Ah, da kommen wir jetzt wahrscheinlich hin, weil da ist eine Röhre. Da müssen wir safe hin. Oh nein. Das verstehe ich nicht. Warum übertreiben die es mit den Gegnern so heftig hier? Wenn es nur die zwei sind, okay. Damit kann ich noch leben. Die greifen zwar an, was mich ein bisschen abfuckt. Aber ich kann wenigstens den Kampf innerhalb von einer Runde machen. Aber wenn dann irgendwie so ein Robo-Blooper dazu kommt, der für seine Angriffe 20.000 Jahre braucht, dann ist es wieder eine zähere Geschichte. Das ist auf jeden Fall so nicht tragbar. Gut, Level up für Mario. Level 29. Ich weiß noch, dass wir mit 25 so oder so hergekommen sind. Ich erhöhe gerne die Geschwindigkeit, damit der etwas schneller ist als diese verkackten Seesterne. Ich habe nämlich echt keinen Bock mehr auf die. Ich will da am liebsten einen immer direkt töten und vor allem, wenn ich es nicht hinbekomme, einen Erstangriff zu machen. Na, bin ich jetzt schneller? Danke, tot. Oder? Ja, der ist down. Perfekt. Dann soll Luigi sich um den Robo-Blooper kümmern. Ist mir egal, komplett. Soll er machen, was er will. Und Mario kümmert sich um das behinderte Bussi-Ding da. Immerhin macht der mittlerweile auch ordentlich Schaden mit seinem Donner. Was ist jetzt? Nein, der muss natürlich auch noch angreifen. Mach das nur, weil dann greifst du wenigstens nicht mehr an, wenn ich dich mit dem Donner elektrisiere. Das ist mir auch recht.
So, dann nochmal die Hand. Jetzt greift er wenigstens höchstens zweimal an. Das ist ja das Gute dabei, dass man das ein bisschen abschätzen kann. Macht aber nicht. Das ist sein normaler Angriff. Und wenn er jetzt nicht nachlädt, tut er nicht, kann er nicht angreifen. Aber jetzt müsste er eh tot sein. Ja. Ich brauche wirklich 3 Angriffe, bis der stirbt. Obwohl ich Autsch habe. Das ist halt schon heftig. Alter, da ist ja noch einer. Was denken sich die Entwickler bei sowas? Denken die sich, oh, wird schon lustig. Der denkt sich nur so, Bratan, was ist das? Warum greifst du mich an? Junge, sei doch nicht so lästig. Was ist los mit dem? Okay, der will's wissen. Ja, der will's ordentlich wissen. Jetzt wird erstmal der getötet. Und bevor der Robo-Blooper wieder angreifen darf, beziehungsweise wenn in seinem nächsten Zug lädt er ja nach und greift an, aber solange er keine Munition hat, kann ich ihn schön angreifen, ohne dass er was macht. Oh, der braucht einen ganzen Zug fürs Nachladen nur. Das finde ich gut. Das finde ich sogar sehr gut. Oh, das war's. Wegen dem Erstangriff. Nice. Er hat sich selbst gekillt, dadurch, dass er die ganze Munition rausgeballert hat. Gibt's denn irgendwo eine Bohne? Ja. Ja, ist egal, wer den Erstangriff macht. Hauptsache, wir bekommen ihn. Das ist tragbar, wenn nur 2 von den Seesternen da sind. Bussi, so ein scheiß Name. Dann nenne ich die lieber Seesterne. Ist mir sowas von egal. Aber Bussi klingt einfach nur behindert. Ich meine, wer lässt sich so einen Namen einfallen? Es ist sogar Blumerang-Bruder besser. Das ist alles besser. Ich glaube, das ist der schlimmste Gegnername im Spiel. Eine größere Demütigung gibt's nicht. Die kann man doch schon wegen dem Namen nicht ernst nehmen. So, Alter, aber Gegner-Gespam ist halt wirklich real hier, oder? Also ich finde es halt wirklich ein bisschen heftig, wie viele Gegner es hier gibt. Was mir natürlich auch auffällt, ist, dass das Spiel von der Flüssigkeit her viel geiler ist als das Original. Weil wie man jetzt gesehen hat, alles passiert gleichzeitig. Der eine regt sich auf, dass er aufgeweckt wurde. Die Cheep-Cheeps transformieren sich gleichzeitig. Alles passiert auf einmal. Das ist halt auch ein Zeichen dafür. Ja, es wurde sich bemüht, alles flüssiger zu machen. Und man merkt natürlich auch, dass da die Leistung des 3DS dazu beiträgt. Weil auf dem GBA wäre das nicht möglich gewesen, dass das flüssig abläuft. Außer man hätte weniger FPS da reingepackt. Aber ohne, dass es zu Abstürzen kommt flüssig, ist das eher schwer auf dem GBA, sowas umzusetzen mit so vielen Animationen. Während dass der eine sich aufregt und dass die 2 Cheep-Cheeps da gleichzeitig sich transformieren. Ist auf jeden Fall was Gutes. Und etwas, was mir zusagt. Und jetzt kommen wir endlich wieder nach oben. Und das alles nur dafür. Was uns das bringt, das sehen... Ah nee, wartet mal, wir müssen ja so, oder? Den Kollegen rüberschieben. Und das bringt uns, dass hier die ersten Steine kommen. Ja, nur dafür haben wir jetzt den ganzen Scheiß gemacht. Nein, warum? Warum sind denn die wieder da? Die haben wir doch gerade im letzten Part besiegt. Sorry, aber da flüchtig. Die will ich nicht nochmal besiegen. Darauf habe ich jetzt leider echt keine Lust. Nein, geh weg. Lass mich einfach in Ruhe. Unten waren wir noch nicht. Das ist kein Ding, dass ich glaube, da unten geht es gar nicht weiter. Was ist hier? Ah, das ist dieses Zeitzeug, ne? Ist jetzt natürlich einfacher gemacht, wenn man das da unten so leicht andrücken kann. Und nicht da groß Knöpfe drücken muss. Geht's weiter oder nicht? Doch, geht noch weiter. War hier jetzt eine Bohne? Ja, die nehme ich gerne mit. Danke. Ah, hier war noch eine. Ja, wie sneaky die versteckt sind, unglaublich. Da, wo es da unten nach, da links am Bildschirm, wo es nach unten geht, da kommen wir gleich wieder raus, das seht ihr dann. Ich kenne mich ja hier aus, deshalb weiß ich das. Was? Ich war doch schon über ihm. Wenn der rausspringen müsste, ich doch... Okay. Das ist auf jeden Fall der Fake. Oh, ein Erstangriff hätte mir jetzt schon geholfen, muss ich sagen. Ist das jetzt ein Hai? Tatsächlich, Feuer, instant. Also der brennt, ist ein Hai. Der auch. Also die brennen, sind Haie, merkt euch das. Scheiße, ist das dumm. Die sind auf Level 25, ja, und wir sind auf 29, juhu. Greift der an nicht, oder? Der kriegt nur Damage. Ah, und jetzt darf er angreifen. Und jetzt stirbt er. Wenn er nicht gestorben wäre, hätte er wieder Feuer bekommen.
Ich glaube, der Orden ist ein bisschen OP. Was ist das denn? Hä, wen hat's jetzt erwischt? Wie kann es Mario erwischen? Der steht doch vorne. Ich glaube, mehr Unlucky geht nicht. Auf jeden Fall muss der Boomerang-Bruder als erstes sterben. Greift den, by the way, nicht mit Feuer an. Ja, geil. Nicht mit Feuer angreifen, weil sonst... Mit Donner angreifen, der heilt sich sonst. Wartet, die haben gerade dreimal geswitcht, der kam vorher von unten, dann ist er jetzt oben. Also ich hoffe, dass er von unten kam. Da müsste das ein Fake sein und ich springe trotzdem. Wieso springe ich trotzdem, obwohl ich weiß, dass das ein Fake ist? Verpiss dich. Ja, sie haben jetzt einmal getauscht, das heißt, der Hai ist wieder unten. Das heißt, der Kollege ist der Falsche. Oder der Hai greift jetzt an, ja. Feuer. Oh, welcher könnte nur der Falsche sein? Also ich glaube, durch das Feuer bekommt man bei diesen Gegnern vor allem einen Vorteil. So, und dann darfst du jetzt auch noch sterben. 35, oh toll. Ist auch dabei, aber wir kommen generell vor, die Tolltreffer haben sich im Gegensatz zum Original deutlich reduziert. Level 30 sind wir mittlerweile. Ja, man bekommt die Level in den Arsch geschoben. Nein, ich reg mich darüber nicht auf. Plus 4 bei BP, da kann man sich ja gar nicht aufregen. Möglicherweise haben sie einfach nur die Stats von allem erhöht, also von Mario und Luigi und von den Gegnern, das ist ja auch möglich. Dass die Gegner dann halt einfach auch nur höhere Stats haben. Das letzte Mal, wo wir gespeichert haben, waren wir 3 Level drunter. Man sieht, man bekommt EP, wenn man alles besiegt. Bisschen. So, hier ist noch eine Bohne. Die nehmen wir natürlich mit, denn wir wollen so viele wie möglich mitnehmen. Ich habe eigentlich gar nicht geschaut, ob ich die Bohnen in den anderen Gebieten bis jetzt alle gefunden habe, oder? Gibt es hier sonst noch eine Bohne? Wie sieht es eigentlich aus mit unserem Fortschritt bis jetzt? Das würde mich auch interessieren. Statistiken? Bohnen, 48%. Beim Lachberg haben wir gar nichts, logisch. Bohnen an Fluren. Ah, da unten, oder wie? Ne, generell das alles, 29 von 63. Grinsewald fehlen uns noch 5. Nach Hochschule fehlen uns 2. Da fehlen uns 4. Da fehlen uns 11. Und da fehlen uns noch 3. Okay. Wir haben fast jede Bohne mitgenommen bis jetzt in der Lachlagune. Da oben ist auf jeden Fall auch noch eine. Ich finde es halt cool, das zu sammeln. Vor allem, wenn man eine Anzeige hat und dann weiß, wie viele einem noch fehlen, ist halt echt nice. Muss ich sagen. Gefällt mir. Los, Luigi, renn! Du bist meine Bitch. Ah ja, stimmt, da war ja was. Da muss man mit dem Wirbelsprung rüber. Und dann hier hitten. Und da muss man, glaube ich, noch darüber sprinten, oder? Ja, genau. Ist jetzt tatsächlich einfacher geworden. Mit diesem Button drücken da unten früher, mit dem LR-Spam, Start, irgendwas. War halt schon, eher mäßig. Hier ist auf jeden Fall noch unsere drittletzte Bohne. Bin gespannt, ob wir die letzten zwei auch noch bekommen. Wenn nicht, wäre es bitter. Aber dann kann man halt nichts machen. Weil egal was passiert, ich werde mich nicht auf die Suche nach diesen Bohnen machen. Damit ich es gleich mal gesagt habe. Und die nächsten Steine kommen raus. Da müssen wir jetzt theoretisch nur noch nach rechts rüber, oder? Das war ja die linke Seite. Nein. Und die rechte Seite haben wir noch nicht erkundet. Links war jetzt Ozean und dieses Minigame. Und da rechts waren wir noch nicht. Da müssen wir jetzt hin. Was ist denn da oben? Irgendwo eine Bohne oder so? Ich weiß, dass da oben was ist. Aber wie man da hochkommt, ist immer so eine Frage. Ich glaube, so schnell geht das eh nicht. Okay. Ja, es scheint so, ich glaube, wir haben die Bohnen verpasst irgendwo. Aber ist nicht schlimm. So. Ich glaube, das stimmt eh schon so. Ich müsste gar nicht wechseln. Ich kann hier mit Wirbelsprung einfach rüber. So, hier ist der Geist. Donnermagnet, dann so rüber. Und da unten waren wir übrigens schon. Bevor ich jetzt auf... Hallo? Kannst du bitte das verschieben? Danke. Und das öffnet uns den letzten Weg dorthin. Na wunderbar.
Da unten waren wir, wie gesagt, schon. Das war ganz am Anfang, so circa. Fast komplett. Vielleicht das auch nicht am Anfang, ist mir ja auch egal. Wir speichern mal. Kann nie schaden. Und dann gehen wir weiter. Die Lachlagune haben wir jetzt in diesem Part tatsächlich abgeschlossen. Ich habe gedacht, ich brauche länger. Aber die meisten Kämpfe haben wir dann wohl im letzten Part gemacht. Dann war das letztes Mal nur ein bisschen zäh. So. Ah, scheint was Besonderes hier zu sein. Die Sternbohne ist auf jeden Fall hier. Hey, Paguri, wie gefällt dir das? Ungefähr so? Gut, ich merke, du hast ein Finfit vor etwas. Alter, dieser Typ mit seinem Lispeln, man. Es ist so schwer, ihn zu synchronisieren. Afif, wollt ihr mir auch beim Pflücken helfen? Nee, Mann, ich brauch das Ding da oben, bitte. Huch, ganz in Rot. Dann die Verbat, du. Bist du etwa der Nikolauf? Nein, Kollege, ich bin viel Famer. Paguri, was ist los? Fameboys sind hier. Also genauer betrachtet die roten Kleider und der Bart. Bist du etwa... Oh yeah. Ui! Diese Sprünge, tatsächlich Mario aus dem Pilzkönigreich. Der berühmte Mario ist hier. Das ist nicht der Moment, sich herauszuputzen. So abfuck, das sind einfach richtige Groupies. Ah, wirklich, er ist es. Darf ich deinen Bart anfassen? Dieser Sprung, wie grazil. Das erzähle ich nachher all meinen Freundinnen. Richtig am Tratschen so. Luigi will noch rausholen. Und mein Fmuck. Junge, chill doch. Wer, du? Na, du bist der Typ, der Mario begleitet, oder? Ja, schon. Moment mal, ein Typ mit grünen Klamotten und mit Bart. Du bist doch der berühmte Stubenhocker. Luigi? Yo. Au, wie faszinierend. Wie alt bist du? Bube oder Dame? Brustumfang? Und der Bauch? Die Hüfte? Mario denkt sich auch nur, what the fuck. Oh, Jungs. Oh, Wahnsinn. Manno, wegen euch kann ich mich nicht mehr pflücken. Störenfriede. Wenn ihr eh nur stören wollt, jetzt kommt übrigens die beste Zensur ever, dann verpifft euch. Das ist so dumm. Ja, der Weihnachtsbaum will Stress, wie man sieht. Können wir ihm geben? Als erstes die Scheren. Da machen wir auf jeden Fall genug Schaden, dass wir das so lassen können. Oh, Junge. Diese Krabbe im Hintergrund hat mich irritiert. Das ist nämlich genau das Ziel von der. Die soll einen nur rausbringen. Ihr seht, sie läuft schon wieder vorbei. Wie viel HP haben denn die Scheren? Sind sie jetzt mal... Ja, jetzt sind sie down. Halt doch mal dein Maul. Die Sache ist, wenn man ihn angreift... Ich zeig's euch. Wenn man ihn angreift, passiert Folgendes. Er denkt sich nur so... Wie kann das passieren? Wow. Ja, dann kommt die Schere raus. Die ist ein bisschen nervig, deshalb machen wir die einfach zuerst kaputt. Weiß gerade gar nicht, hat der irgendeine Schwäche? Eieiei. Ich glaube nicht, oder? Also so Feuer-Donner-mäßig, glaube ich, ist er ziemlich immun, was das anbelangt. So, jetzt sind seine Scheren am Arsch. Das können wir so lassen und jetzt können wir was machen. Nämlich Donnerbrüder. Jungs, schaut drauf. Das ist die beste Attacke, die man haben kann. Oh, mittlerweile machst du sogar ein bisschen Damage. Und? Oh, noch kein Verteidigungsminus. Ja, das ist die Sache, die Donnerbrüder ausmacht. Verteidigungsminus. Normalerweise bekommt man das. Ich mache jetzt mal Platschbrüder. Plus. Also nicht, man bekommt's nicht immer, das muss euch bewusst sein. Aber es ist halt cool, wenn man es hat. Weil da macht man so unnormal viel Schaden. Und ich probiere es einfach nochmal, weil die Attacke hat verdammt geil ausgesehen. Auch wenn sie 14 kostet, Mann. 14! Jawohl, jetzt haben wir das Verteidigungsminus. Es wird sogar direkt angezeigt. Und dann Schwung, Brüder. Los, Mario. Schleuder deinen Bruder so fest, wie du ihn noch nie geschleudert hast. Holy shit, 168! Oh, schon extra, was? Die Attacke ist aber auch viel einfacher geworden, muss man sagen. Schwungbrüder Plus erlernt. Oh, jetzt verpisst er sich. Jetzt zeige ich euch, wie man ihn rausbekommt. Lol, der kriegt ja trotzdem Schaden. Lol, und dadurch wird er jetzt aggro. Oh.
Ja, ihr müsst sehen, wie man ihn rausbekommt, ist ganz einfach. Feuer! Dann fackelt nämlich sein Schmuck ab. Was macht ihr mit meiner Verfierung? Forget auf Nift! Denkt er sich nur so und ich denke mir nur so, Dude, du hast uns zuerst eingelabert, lass mich. Hops Brüder plus auf die rechte Schere. Er ist eh schon im Akro-Stadium. Ging das auf die Schere oder nicht? Ja! Huh! Kann man das eigentlich noch kontern? Ja, kann man! Oh, nice! Verflixt und Pudding, da muss ich mal einen Tarn zulegen! Was hat er jetzt gemacht? Ich glaube, das war ein Angriffsplus ihm gegenüber. Rechte Schere. Vielleicht ist er ja down, wer weiß. Jawohl. Dann hauen wir mal nochmal Donnerbrüder raus. Die Attacke sieht so geil aus. Ich brauche die einfach nochmal. Bam. Die sieht echt nice aus mit dieser Donnerkugel. Unglaublich geil, was sie gemacht haben draus. Sorry, ich musste niesen und ich konnte nicht stumm schalten, weil ich am Ausweichen war. Jetzt muss sie nochmal. Jetzt habe ich es aber geschafft, mich zu muten. So. Drücke und halte A, wenn die Brüder Händchen halten, damit sie sich zu drehen beginnen. Ja? Lass A los. Luigi, drücke B, wenn Luigi auf den Gegner trifft und halte für perfektes Timing exzellent. Sobald sich Mario und Luigi berühren, musst du A drücken, damit sie sich vereinen. Und dann A, B gedrückt, um einen Exzellent zu erzielen. Let's try, bitches! Ich halte es gerade die ganze Zeit gedrückt, so. Holy shit! Aber es macht nicht so viel Schaden, kommt mir vor. Wie andere Sachen. Hops Brüder Plus ist auch geil. Ich mag die Attacke mittlerweile extrem gerne. Okay, die zieht heftig. Oh, der lebt noch. Komm raus aus deinem Scheiß, Mann. Er fackelt wieder ein bisschen ab. Doch, das geht so ganz gut, Paguri. Da musst du gar nicht jetzt rumweinen. Oh, wir haben nichts mehr. Ja gut, dann nutzen wir unseren Rest für Schlagbrüter 72. Ja, man merkt schon, wenn das Verteidigungsminus weg ist. Oh, und er will was. Oh. Eieiei, jetzt wird's aber langsam richtig kritisch, du. Boah. Puh, zum Glück. Und ich glaube, er hat sie nochmal geboostet. Luigi wird jetzt nicht geheilt. Luigi, du musst jetzt erstmal wieder in ihn springen, bitte. Gönn ihn dir mit 100 HP, Alter. Jawohl. Und das war's. Logisch, sowas hält man nicht mehr aus. Paguri, das war's und jetzt kriege ich bitte die Sternbohne, wenn möglich. 600 EP gibt's für den Spaß. Absolut verdient. Level 30 für Mario. Und da kann man auf jeden Fall nicht die BP erhöhen, die Geschwindigkeit vielleicht, den Bart. Den Bart haben wir jetzt, glaube ich, bei ihm schon länger nicht mehr erhöht. Plus 4 ist absolut kein Problem dabei. Und Luigi bekommt gar keins. Ihr müsst Paguri entschuldigen, er neigt ein wenig zu Rohheit. Entschuldigt bitte, es war unser Fehler. Aber sagt mal, seid ihr nicht aus einem bestimmten Grund hergekommen? Ja, ich brauche die scheiß Sternbohne da oben, bitte. Was, das Bohnenfragment an der Schale? Ach, diese Bohne war derart bedeutungsvoll? Ziemlich. Hast du gehört, Paguri? Ach, Wolf darf verstehe, verflickt und togenäht. Hau raus, Digga. Ich will das Ding. Jawohl. Die erste Sternbohne, Nummer 1. Noch 3. Erinnert euch an die Worte von Todsworth? Ich glaube, hier werdet ihr am schnellsten fündig. Dabei hatte ich mich doch extra vor Föhn in Fahle geworfen. Dabei hatten wir uns doch solche Mühe gegeben. Was, ihr wollt schon gehen? Ja. Bleibt doch noch eine Weile. Superstars sind halt immer sehr beschäftigt. Wenn ihr zurückgeht, das hier ist eine Abkürzung. Oh, danke.
So, und damit haben wir jetzt endlich das erste scheiß Sternbodenfragment. Nach so langer Zeit, ich glaube ungefähr 4 Parts oder 5 Parts lang hat es gedauert, dieses Drecksfragment zu holen. Lästig ohne Ende und hier ist tatsächlich noch ein Scheiß. Jetzt fehlt mir jetzt wirklich nur noch eine Bohne. Ja, ich glaube, eine fehlt noch. Wenn die nicht hier ist, dann, ja, irgendwo verpasst. Oder übersehen oder nicht geholt, so irgendwas halt. Bitter. Verdammt bitter. Naja, kann man nichts machen. Wir sind am schnellsten jetzt, wenn wir... Ah ja, stimmt, wir können ja jetzt überall hingehen, wo wir wollen. Und deshalb gehen wir in den Grinsewald. Wir müssen nämlich noch Sternbodenfragmente holen. Und wie macht man das am besten? Also wenn man genau weiß, wo sie sind. Ich weiß es natürlich. Und deshalb gehen wir jetzt auch in den Grinsewald. Beziehungsweise sind schon drin. Und ich hoffe, wir schalten das nächste Mal wieder ein bei Mario & Luigi Superstar Saga. Dann geht's hier weiter. Wir brauchen noch 3 Fragmente. Und ich predikte euch, wir werden jetzt in jedem Part 1 holen. Mindestens. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und bis dahin, ciao.